Also der Reihe nach. Du und der Weihnachtsmann hattet einen Streit. Ganz genau. Aber am besten werde ich dir alles in Ruhe erzählen. Jedenfalls das Einzige, was von ihm zurückgeblieben ist, ist hier seine Arbeitsmütze. Oh, okay. Das ist ja schon merkwürdig. Ja, und er hat doch nicht mal gesagt, wo er hin will. Das ist natürlich sehr schlecht. Ja, und deswegen brauchen wir deine Hilfe. Oh, das ist natürlich verständlich. Richtig. Erstmal ist es gut, dass du gekommen bist. Also, dann will ich dir mal die Geschichte erzählen, was passiert ist. Ja, das wird am besten sein. Und lass keine Sache aus. Wenn wir den Weihnachtsmann finden wollen, musst du mir alles genau erzählen. Also pass auf, das war so. Weihnachtsmann, du kannst doch jetzt nicht so kurz vor Weihnachten in den Urlaub fahren. Ich will ja auch nicht direkt in den Urlaub, nur ein paar Tage ausspannen. Ich bin alt, das Geschäft ist schwer. Ja, du sollst ja auch ausspannen, von mir aus auch 2 Wochen, aber erst nach dem Weihnachtsfest. Bitte, du kannst mich und die anderen Wichtel doch hier nicht auf der Weihnachtsinsel alleine lassen. Ich weiß, dass ihr es schaffen werdet und ich brauche mal 2 Tage Erholung. Muss das denn unbedingt jetzt sein? Bitte, 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 ich flehe dich an. Warte bis nach Weihnachten. Nein, es muss sein. Tut mir leid, ich habe Vertrauen in dich. Ja, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Chef, bitte, bitte bleib hier. Ich werde ja so schnell wie möglich wiederkommen. Aber die Auszeit, die brauche ich. Nein, du bleibst hier. Das, mein lieber Fritz, in allen Ehren, hast du mir nicht zu befehlen. Ich werde gehen. Jawohl. Und dann werde ich mich erstmal erholen. Denn das brauche ich einfach. Tut mir leid, Fritz, aber wenn du mal in mein Alter kommst, dann wirst du mich schon verstehen. Ach, weißt du was? Dann mach doch, was du willst. Oh Mann, Mann. Weißt du was, Fritz? Das mache ich auch. So. Jetzt werde ich erstmal meine Dienstmütze abziehen. So. Und zack. So. So, und nun werde ich hier meinen Weihnachtssack bitten, mich an einen warmen, ruhigen, entspannten Ort zu bringen. Also hinfort. Bring mich an einen Urlaubsort. Ja. Wo, ist mir egal. Hauptsache, ich kann mal endlich wieder ausspannen. So denn, Weihnachtssack, bring mich hinfort. Ja, so war das. Und seitdem haben wir nichts mehr von dem Weihnachtsmann gehört, geschweige denn gesehen. Das ist aber merkwürdig. Ja, ganz genau. Und was sollen wir jetzt tun? Eine Katastrophe. Ja, jetzt komm mal wieder runter. Bleib mal easy. Bleib mal entspannt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach, ich fange immer an zu fliegen, wenn ich so aufgeregt bin. Das ist bei uns Wichteln im Blut. Da kann ich nichts gegen machen. Ja, kein Ding. Also, was verlangst du genau von mir? Also, pass auf. Bitte, bitte, hilf dem Weihnachtsmann, indem du ihn findest. Und dann? Ja, dann bring ihn bitte wieder zurück zum Nordpol. Wir brauchen ihn doch. Ja, klar. Das ist verständlich. Also, jedenfalls, in erster Linie soll ich rausfinden, wo der Weihnachtsmann ist. Ja? Damit Klarheit herrscht. Ganz genau. Und wer kann das am besten? Außer du. Ja, das ist wohl wahr. Wenn du willst, dann kann ich dir ein paar Wichtel zur Verfügung stellen, die dir möglicherweise helfen könnten. Ach, das wird nicht nötig sein. Ihr habt ja hier auf der Weihnachtsinsel am Nordpol genug zu tun. Das ist wohl wahr.
Willst du ihn etwa alleine finden? Ganz alleine, den Weihnachtsmann? Der könnte ja überall sein. Nein, das habe ich nicht vor. Sondern? Erzähl, was hast du genau vor? Also, meine Freundin Ottilie, das Osterlamm, ja, mit ihr habe ich schon so manches Abenteuer überstanden. Ach so, ihr wollt zusammen den Weihnachtsmann suchen? Ja. Das ist eine tolle Idee. Wo ist sie denn? Noch ist sie zu Hause auf den Osterinseln. Ich werde sofort zurückfahren und dann geht's los. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück und meldet euch, sobald ihr Neuigkeiten habt, ja? Die Zeit drängt. In einer Woche ist Weihnachten. Und wir haben keine Spur vom Weihnachtsmann. Ach, macht euch da mal keinen Kopf. Besonders du nicht. Ach, das sagst du so einfach. Also dann viel Glück. Ja, das werde ich brauchen. Und mit Ottilie werde ich das Glück auch haben. Ach, das wird schon. Naja. Dann mal los. Denn je schneller ich wieder zurück auf der Osterinsel bin, umso schneller können Ottilie und ich uns auch auf die Suche nach dem Weihnachtsmann machen. Genau. Ja, Hatschi. Na dann. Ach, Ottilie, du bist einfach zu gut zu mir. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Doch, doch. Ich fühle mich hier richtig wohl. Hoppel kann sich glücklich schätzen, dich als Freundin zu haben. Oh, danke, lieber Weihnachtsmann. Ja, was wahr ist, muss auch wahr bleiben, nicht wahr? Ich habe diese Stunden hier auf der Osterinsel richtig genießen können. Weißt du, manchmal da brauche ich wirklich einen Ort, wo nichts los ist. Nimm es nicht persönlich, Ottilie, aber die Osterinseln eignen sich perfekt dafür. Ja, nicht wahr? Hier ist es ja auch wärmer als am Nordpol, richtig? Ja, das ist wohl wahr. Und entspannen konnte ich mich. Entspannen und abspannen. Dass ich sowas brauche, kommt zwar nur alle 100 Jahre vor, aber es kommt vor. Und hier auf der Osterinsel hast du dich sehr lieb und sehr nett um mich gekümmert. Vielen lieben Dank. Aber ich denke, morgen werde ich wieder zurück zur Weihnachtsinsel reisen. Denn, ja, Weihnachten steht ja, wie alle wissen, vor der Tür. Ja. Ach ja. Dann werde ich noch einen kleinen Spaziergang machen und dann sehen wir uns ja gleich bestimmt wieder. Hoffentlich hat jetzt wegen mir Hoppel nicht zu viel Stress. Ach, das glaube ich nicht. Ja. Naja. Ach ja. Dann bis gleich. Jo, bis gleich. Ottilie. 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 Mensch, Ottilie. Ich brauch deine Hilfe. Hallo, Ottilie. Oh, Hoppel, schön, dass du wieder da bist. Ja, nicht wahr? Schön, dich wieder zu sehen. Ottilie, etwas Schreckliches ist passiert. Was? Etwas Schreckliches? Los, erzähl. Was ist passiert? Der Weihnachtsmann ist weg. Er ist überhaupt nirgendwo mehr aufzufinden. Was? Ottilie, das ist nicht lustig. Jetzt steht doch Weihnachten vor der Tür und der Weihnachtsmann ist weg. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich brauche deine Hilfe. Also hör zu, pack deine Sachen und alles, was du brauchst. Und dann geht's los in ein neues Abenteuer. Wir müssen den Weihnachtsmann finden. Hoppel, ich weiß zwar, dass du Abenteuer liebst. Und ich gönn sie dir auch, aber das Abenteuer ist zu Ende. Was?
Wieso das denn? Der Weihnachtsmann ist schon hier. Hier auf der Osterinsel. Verstehst du? Alles ist wieder gut. Moment. Hier auf unserer Osterinsel? Wie das denn? Warum? Was war los mit ihm? Nun, erzähl alles von Anfang an. Ja, das versuche ich doch, wenn du mich mal ausreden lässt. Oh, Entschuldigung.